Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Heute geht es zunächst einmal gegen Stoke City und dann gegen den FC Southampton in der zweiten Episode dieser Partie. In der zweiten Partie dieser Episode natürlich, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Links zu Twitter, Instagram, Facebook und Randyrun auf jeden Fall auschecken, würde ich mich darüber freuen. Wir sind mal wieder, ja, typisch für uns in den Scout-Berichten, beziehungsweise gucken wir dann, was für Spieler von unserem Scout so vorgeschlagen wurden. Unter anderem Alberto Pereira, unter anderem natürlich auch Ali Adnan, und der ist ein heißer Kandidat, zumindest in meinen Augen, für einen Wintertransfer. Schreibt mal in die Kommentare, Sommertransfer, ich lerne es einfach nicht mehr, ist auch egal, schreibt mal gerne in die Kommentare rein, was würdet ihr von Ali Adnan als unseren neuen Linksverteidiger halten, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, beziehungsweise als Ersatzlinksverteidiger oder so. Mal schauen, was ihr davon haltet, ich bin sehr gespannt. Wir müssen heute mit ein bisschen B11 spielen, denn unsere Spieler sind noch sehr kaputt von der letzten Woche und wir sind in der englischen Woche, das heißt, wir haben wieder sehr, sehr viele Spiele in sehr, sehr kurzer Zeit und dementsprechend müssen wir da ein bisschen rotieren, aber das ist ja gar nicht schlimm, denn der einzige konstante Spieler momentan ist ja sowieso Rob Elliott, der immer noch für unseren, ja, Wettskandal-Menschen Tim Krull im Kasten steht, und das auch vollkommen zu Recht, denn wer braucht schon einen Wettskandalspieler in seinen eigenen Reihen? Wir haben unser Team weitestgehend aufgestellt. Eine Überraschung wird es noch geben, und zwar kehrt Sylvain Morveau auf die Bank zurück. Der hat seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Allerdings soll das sich heute wieder ändern. Er kehrt, glaube ich, sogar in die Startelf zurück, oder? Nee, doch nicht, oder? Nee, nicht in den Start, aber auf jeden Fall auf die Bank, und das ist ja immerhin schon mal etwas für ihn. Alter Franzose, in Ultimate Team ziemlich nice, in Karrieremodus relativ nutzlos, aber wir versuchen es trotzdem mit ihm. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß gegen Stoke und wir sehen uns dann gleich wieder. Der Tabellenfünfte zu Gast im Britannia Stadium, die Magpies zu Gast bei den Potters, zu Gast bei Stoke City. Abends ist immer das Schönste für zumindest Trainer MGT, der vor der Partie angesprochen hat in der Pressekonferenz, dass die englische Woche gerade auch in England sehr, sehr speziell sei und dass gerade die Abendspiele einen besonderen Reiz und eine besondere Atmosphäre darbieten würden. Stoke momentan 18, da die brauchten die Punkte heute gegen Newcastle, die auf Tabellenplatz, ja, 5 momentan rangierten. Ein Spiel mehr als die Tottenham Hotspurs und ein Punkt mehr, das heißt, es sieht richtig gut aus. Allerdings müssen sie trotzdem im Idealfall Punkte holen, und genau das wollten sie heute versuchen. Wir schauen ja auf die offensiv schwächste Mannschaft der ganzen Premier League, und das ist Stoke City. Nur 20 Tore bisher erzielt in dieser Saison. Das sollte sich heute im Idealfall ändern. Zumindest 2, die könnten ja schon reichen. 1 könnte auch schon reichen. Peter Crouch, Mamdjouf und Ibrahim Afellay waren zusammen mit Sherdan Shaqiri in der Offensivreihe dafür verantwortlich. Bei Stoke Butlin im Tor, davor Wilkinson, Shawcross, Mark Wilson und Eric Peters. Davor auf der Doppel-6 Sidwell und Whelan, und dann die Offensivreihe gerade aufgezählt. Sherdan Shaqiri, Ibrahim Afellay, Peter Crouch und Mamdjouf vorne drin. Auf der Bank Peter Odemwingie, genauso wie auch Bojan, die beiden eigentlich gesetzt mittlerweile bei den Potters, heute nicht mit von der Partie. Auf der anderen Seite Elliott im Tor, davor Dick Zuma, Can und Haidara in der Defensive, das heißt eine sehr, sehr umgewandelte Verteidigung. Davor Jack Kobeck und Shaik Tiote mit Ayose Perez im Mittelfeld in der Sturmspitze. Ja, das offensive Ligue 1 Trio, Florian Thauvin, Michy Batshuayi und Paul-Georges Ntep. Das die Aufstellung der Magpies, also sehr, sehr B11-lastig gerade, ja, in der Defensive, aber das machte nichts, denn die Offensive war zunächst einmal gefragt. Nach knapp 35 Minuten, es passierte nicht viel, und dann kam Michy Batshuayi mit einem beherzten Schuss aus knapp 25 Metern und Butlin muss erstmals eingreifen, und das war der Auftakt eines Privatduells zwischen den Stürmern von Newcastle und eben diesem Butlin. Nächste Ecke, und die faustet der Keeper von Stoke City gleich mal raus. Eins der größten Torhüter-Talente in England, vielleicht das größte, vielleicht der beste Keeper, den England in den nächsten Jahren haben wird, und der machte den Newcastle-Stürmer das Leben schwer. Schönes Zusammenspiel von Kobeck und Ayose Perez in der 40. Minute, und wieder ist natürlich Butlin da und verhindert das 0:1 aus Sicht der Potters, die nach vorne absolut nichts zustande brachten, eben offensiv schwächstes Team der Liga, aber defensiv hatten sie immerhin den Jack Butlin, und der klärt auch diesen Ball wieder. Danach ging es in die Halbzeit, der Stand 0:0, die Magpies waren das deutlich bessere Team, von Stoke war absolut nichts gekommen, Mamdjouf bisher mit einem ganz, ganz unsichtbaren Auftritt. In der zweiten Halbzeit sollte das besser werden, und es wurde besser, denn Stoke kam erstmals vor das Tor über Ibrahim Afellay, der quirlige Ex-Barcelona, und der mit dem Ball in die Spitze auf Mamdjouf, der versucht es mal, aber dann ist Rob Elliott da und verhindert das 0:1 aus Sicht der Magpies mit einem klasse Reflex, denn nicht nur Butlin ist ein guter Keeper, sondern auch der Ire auf Seiten von Newcastle. Dann wieder ein Angriff von Newcastle, selber allerdings diesmal abgewehrt von der Defensive, und im Endeffekt landet der Ball natürlich bei Jack Butlin. Es war ein Krampf, Newcastle zuzusehen. Sie bekamen einfach nichts Gefährliches aufs Tor, und wenn, dann wurde das geklärt. Hier ein Tap und gerade noch so zweimal abgefälscht und dann im Endeffekt von Whelan aus der Gefahrenzone herausbefördert. Sie versuchten es trotzdem weiter ohne Unterlass. Jack Kobeck mit dem Ball in die Spitze. Da ist es Sylvain Morveau mittlerweile eingewechselt. Das erste Mal, dass der wieder dabei war nach Ewigkeiten. Hier fast mit dem 1:0. Ecke von Emre Can auf den Kopf von Shane Ferguson. Auch eingewechselt und auf der Linie geklärt.
Nochmal die Chance, nochmal vor aus der Drehung. Aber auch dieser Ball geht über den Kasten. Und das, ja, war dann die vorletzte Aktion. Die letzte Aufseiten von Stoke, die versuchten es noch einmal nach vorne, das 21. Tor zu machen. Aber Afelais Kopfball, keine Gefahr für Rob Elliott. Und das war es dann. 0:0 trennen sich die Magpies und die Potters im Britannia Stadium. Ganz schwacher Auftritt in der Offensive von Stoke City. Allerdings stark in der Defensive. Und dank Jack Butland kassierten sie kein Gegentor. Die Offensive der Magpies brachte es nicht fertig, den Ball am englischen Nationaltorwart, Jungnationaltorwart, vorbeizubringen. Michy Batshuayi trifft seit Ewigkeiten das erste Mal nicht, wenn er auf dem Platz für die Magpies steht. Ryan Shawcross und Co. hatten das genauso wie ja auch der Keeper verhindert. Stoke City also mit einem 0:0 gegen Newcastle United. Ja, bitter. Also ich habe Batshuayi nur eingewechselt, habe ich gar nicht, der hat von Anfang an gespielt. Aber der war echt kein Faktor. Also der hat diesen Schuss gemacht aus 30 Metern, aber ansonsten relativ unsichtbar, was schade ist, weil bisher hatte der ja wirklich eine gute Streak, zwar nicht so wie die von Vardy, aber zumindest ein paar Spiele hintereinander immer wieder getroffen. Diesmal, nicht so. Ist ein bisschen schade, aber immerhin ein Punkt und gut, von daher passt das einigermaßen. Wir spielen in der nächsten Partie, wie bereits angesprochen, gegen die Sands gegen Southampton. Und die sind auch nicht, so schwach. Die sind eigentlich relativ stark, wenn man sich den Kader mal so anguckt. Die haben coole Spieler, beispielsweise Graziano Pelle und James Ward-Prowse und so weiter und so fort. Und vor allem auch wieder einen guten Keeper mit Fraser Forster. Auch einer, der ja in der englischen Nationalmannschaft eine Rolle gespielt hat. Und gerade vor denen habe ich jetzt Angst, nach dem Spiel gerade gegen Butland. Der hat mich wirklich stark performt. Und heute soll das im Idealfall anders werden. Wir gucken uns mal wieder Scout-Berichte an, schauen nach, was uns da so ja quasi aufgetischt wurde. Gucken dann nochmal ein bisschen, was da irgendwie interessant ist. Aber wir finden nicht wirklich was. Und dementsprechend gehen wir weiter zum nächsten Spiel gegen Southampton eben. Das ist auch wieder nur 3 Tage Pause, die wir da haben. Denn es war ja englische Woche, wie bereits angesprochen. Dementsprechend spielt Mitrovic ja im Sturm. Armstrong wird ebenfalls von Anfang an spielen. Chancel Mbemba kommt wieder rein. Und ich kommentiere einfach mal gar nicht, wie ich das hier aufstelle. Denn es ist so ein Austausch von A11 in der Offensive. Offensive gegen B11 in der Offensive und in der Defensive von B11 auf A11. Ganz kompliziert, aber hoffentlich wird es funktionieren. Die Sands an sich, wie gesagt, kein schwaches Team, aber wir brauchen die Punkte und wir sollten auch gegen Southampton irgendwie was mitnehmen. Selbst wenn es die B11 des Jahres wäre, wir wollen in die Euroleague, jetzt wollen wir es auch schaffen, jetzt sind wir da oben, jetzt wollen wir es auch schaffen. Und damit Tottenham uns nicht überholt, brauchen wir die Punkte. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Das St. Mary's Stadium erwartete Newcastle United, der FC Southampton empfing die Magpies. Die Sands waren richtig guter Dinge, heute hier Punkte mitzunehmen, denn bei Newcastle fehlten einige Leistungsträger, gerade in der Offensive. Michy Batshuayi beispielsweise nicht in der Startelf, der Belgier nach den anstrengenden letzten englischen Wochen heute mal außen vor und von MGT geschont. Southampton momentan auf Tabellenplatz 13, das spiegelt nicht das eigentliche Potenzial der Sands wieder, denn die haben richtig gute Spieler in ihren Reihen. Newcastle auf der anderen Seite auf Tabellenplatz Nummer 5, zwar haben die auch gute Spieler, aber das hätten die wenigsten erwartet. Eigentlich könnte man eher vermuten, dass die meisten vor der Saison andersrum getippt hatten. Aber momentan, da sieht es so aus, dass die Sands auf Tabellenplatz 13 stehen und Newcastle mit ihrem Topstar, mit Jorginho Wijnaldum, Neuzugang von PSV, auf Tabellenplatz 5. Der stand heute in der Startelf, war der Kapitän bzw. der wichtigste Spieler so auf dem Platz, der Routinier mehr oder weniger, denn es war eine sehr junge Elf Forster im Tor bei Southampton, davor Cedric, Gardos, Fonte und Target, auf der 6-Mann-Jama, davor Iscroft, Klasi, Ward-Prowse, James Rodriguez, nein, natürlich nicht, aber es ist immerhin James Rodriguez und davor dann noch Graziano Pelle. In der Sturmspitze der Italiener, ja, wollte heute Joan Gouffran das Leben schwer machen. Er ja, war einer der Magpies, die heute eine Chance bekam, denn in der Offensive war es heute die B11, nachdem es zuletzt in der Defensive die B11 war. Die Sands begannen gut in dieser Partie, das ist Rodriguez mit dem Ball in die Mitte und das Ganze wird richtig gefährlich. Ward-Prowse köpft aber dann nur an die Latte, es war ohnehin Abseits. Der Abschluss von Rob Elliott auf Chancel Mbemba, der will den Ball nach vorne spielen, aber direkt in den Fuß von Pelle und der hat eine Idee aus 20 Metern. Mit dem Distanzschuss 1:0 für die Sands, 25. Spielminute, die erste richtig gute Chance der Partie und es ist direkt der Führungstreffer für die Gastgeber. Klasse Geschoss vom Italiener, ganz, ganz schwach von Mbemba, der junge Kongolese da mit dem Abspielfehler und da kann keiner mehr dazwischen gehen und Pelle mit seiner ganzen Gewalt und Wucht vorbei an Rob Elliott zum 1:0. Natürlich war da Jay Rodriguez auch dran beteiligt, denn er hatte ja quasi das Ding gerade vorbereitet. Allerdings hatten sich Pelle und eben dieser Jay Rodriguez in der Pause in die Haare gekommen. Dazu gleich mehr. Wijnaldum versuchte es direkt als Antwort, aber Forster war da und verhindert nach 28 Minuten den direkten Ausgleich der Magpies. Die anschließende Ecke, Florian Thauvin mit dem Ball in den Rückraum und da steht Adam
Adam Armstrong heute in der Startelf, allerdings der Schuss nicht zu gefährlich und dementsprechend ist Fraser Forster dann da. Anschließend, ja, machten die McPies ein bisschen weniger nach vorne, Southampton war das bessere Team, es wurde mal wieder ja, nach Pelle verlangt und der versucht es auch hier, allerdings über den Kasten hinweg, kein Problem, da muss Elliott überhaupt nicht erst eingreifen. Es ging weiter mit Graziano Pelle und zwar gegen die McPies, gegen die Defensive, hier war der Ball hinter der Linie, aber im Abseits, dementsprechend war dieses Tor irrelevant, ja, naja, und hier die Flanke von Gouffra war die letzte Offensivaktion im ersten Durchgang. Wie gesagt, in der Pause gab es dann ja einen kleinen Beef zwischen Jay Rodriguez und Graziano Pelle. Der Italiener soll sich ein bisschen zu arrogant aufgeführt haben. Im Anschluss gab es dann eine Schelle von Jay Rodriguez, eine Schelle zurück. Trotzdem blieben beide auf dem Platz und durften weiter agieren. Der Trainer der Saints hatte das wohl einfach mal als Motivation abgeklatscht. Es ging weiter im zweiten Durchgang mit Newcastle Mitrovic. Mittlerweile der Offensiv und der aktivste in der Offensive der McPies. Aarons versucht es im Nachschuss, verzieht aber deutlich. Trotzdem war es jetzt das Privatduell auf der anderen Seite, nachdem die One-Man-Show von Graziano Pelle im ersten Durchgang stattgefunden hatte, zwischen Mitrovic und natürlich Fraser Forster. Auch hier wieder der Serbe mit dem Versuch, aber über den Kasten hinweg. Es sollte einfach nicht sein. Die McPies kamen nicht zum Torerfolg und auf der anderen Seite versuchte Southampton die Entscheidung herbeizuführen. Das ist Sadio Mané, der Senegalese, auf Klasi und der mit einem guten Versuch, aber Rob Elliott ist dazwischen und hält die McPies im Spiel. 90. Minute, der Riesenfehler in der Defensive. Jay Rodriguez wurde noch abgelenkt, dann Mitrovic und Adam Armstrong 1:1. Die Nachspielzeit ist die Zeit der McPies, sie schaffen es tatsächlich zum wiederholten Male in den letzten Sekunden der Partie durch einen Fehler der gegnerischen Defensive noch ein Tor herbeizuführen. Jay Rodriguez mit dem Riesenfehler, jetzt wird er erst recht Stress mit Pelle haben und dann scheitert Mitrovic zunächst noch natürlich an Forster, aber Armstrong ist da und kann den Ball dann einschieben zum glücklichen 1:1 für die McPies. Die nehmen also einen Punkt mit und der ist wichtig, denn so bleiben sie auf Tabellenplatz 5 und so bleiben sie mit ein bisschen Vorsprung vor Tottenham Hotspur stehen. Das heißt, es sieht sehr gut aus für die Euroleague-Ambitionen der ja, Männer aus dem Nordosten Englands. Adam Armstrong, 2 Schüsse, 1 Tor, gute Quote für den jungen Nationalspieler der englischen U21-Nationalmannschaft. Bei den Saints sieht das Ganze nicht so gut aus, die können die Saison eigentlich schon abhaken. Momentan Tabellenplatz 13, da geht nichts nach oben, da geht es nicht nach unten. Mit einem Sieg hätte es besser ausgesehen. So trennen sie sich aber dank dem Fehler von Jay Rodriguez in der 90. Minute mit 1:1 von Newcastle United. Ja, gut, also das war natürlich ein Fehler von Mbemba, aber natürlich auch wieder ein Spielfehler, der mich dann da mit Jay Rodriguez quasi zusammengeführt hat und der mir ermöglicht hat, dass irgendwie das Ganze noch zum 1:1 geführt hat. Das war ein klasse Tor von Adam Armstrong, da kann man nichts gegen sagen, hat er genau richtig gestanden. Natürlich war es auch schwach von Mitrovic, dass er den nicht direkt reinmacht, aber man kann auch nicht immer alles erwarten und von daher passt das in meinen Augen doch schon ganz gut. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. In der nächsten Episode geht's dann unter anderem gegen Swansea im FA Cup Halbfinale. Und das wird natürlich eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Wir scouten nochmal ein paar Spieler hier aus Frankreich, beziehungsweise haben wir uns ein paar Spieler im Scout-Bericht, die aber alle nicht so interessant sind. Und dementsprechend gucken wir uns nochmal England an, haben wir ein paar Abschlussberichte, unter anderem zu Kramaric, der sich ja noch nicht so wirklich bewiesen hat nach seinem Wechsel zu Leicester City. Dann haben wir hier noch ein bisschen was aus Italien, was aber auch nicht interessant ist. Und einen Abschlussbericht zu Donda, den wir uns auch angucken, aber der ist auch nicht so interessant. Dementsprechend mache ich jetzt Schluss. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, würde ich mir extrem darüber freuen, dass ihr die beste Unterstützung, die ihr geben könnt. Und im nächsten Part geht's dann weiter unter anderem gegen Swansea. Bis dann, haut rein und ciao. Haut rein und ciao.